Herzlich willkommen zum 15. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Hier ist jetzt das Modular Building Mock von mir dazu gekommen, neben die ganzen Gebäude hier vom Assembly Square. Ich musste ja noch weit genug rumkommen hier, damit die gesamte Grundplatte, die graue, ausgefüllt ist und damit das hier um die Ecke geht. So, filmen wir hier mal um die Ecke. Das ganze Gebäude ist natürlich relativ klein geworden, einfach nur, weil das immer die Schwierigkeit ist, nachdem ja die Modular Buildings immer sehr detailreich sind, musste ich mein Gebäude auch recht detailliert bauen. Was natürlich echt steinintensiv ist und besonders viele gleiche Steine zu haben, ist immer so eine Schwierigkeit. So, gehen wir mal hier rum, ist ein bisschen eng für mich. Stellen wir den Bus mal zur Seite, dann fangen wir hier mal an. Da unten, ich hoffe man sieht das, da ist eine Schiebetür. Die habe ich einfach über diese Regenrinnen-Elemente gebaut. Das ist nichts sonderlich Spektakuläres, die gehen einfach auf und zu. Von innen habe ich dann noch nichts ausgestaltet, das zeige ich dann eh gleich nochmal. Ich habe ganz viele von diesen Halbbögen in Weiß verwendet. Einmal hier habe ich die verwendet für diese Markise, die hier ist. Dann habe ich die hier oben beim Dach, bei der Dachkonstruktion, habe ich die verwendet. Die waren im Pick-a-Brick-Store, waren die. Gleich wie diese Halbbögen, die hier sind, die habe ich einmal beim Dach verwendet und dann hier vorne über dem Fenster. Das ist immer ein guter Tipp. Wenn ihr auch selber so ein Gebäude nachbauen wollt, oder im Stile der Modular Buildings, verwendet viele gleiche Steine. Das ist echt der Tipp überhaupt. Das habe ich hier auch wieder gemacht, wenn man da rumgeht, hier mit diesen weißen Schrägelementen da, den 1x2ern. Einfach viele gleiche Steine verwenden und dann ergibt sich das schon irgendwann, dass das halbwegs in Ordnung aussieht. Ja, hier habe ich diese Zackenelemente verwendet und dann schräg angewinkelte 1x1er Flat Tiles in Light Bluish Gray hier hingesetzt. Nehmen wir das mal ab. Ich habe das nicht mit diesem Festclips-Mechanismus gemacht, wie das jetzt immer ist. Also ihr seht, das ist noch alles Rohbau von innen, da ist nichts ausgestaltet. Aber, da jetzt kann man das auch nochmal besser von vorne sehen. Das hier ist die obere Etage. Und um hier nochmal das Ganze von innen zu filmen, wie gesagt, da ist noch nichts drin. Ich habe das wie bei den älteren Modular Buildings gemacht, dass man das so ineinander setzt, dass man hier quasi, dass es an den Ecken fixiert ist, darüber, dass da eine extra Plate, von der Seite sieht man es besser, indem da eine extra Plate in dem Abstand zur Wand ist, dass es sich da eben festhält und nicht verrutscht. Quasi, dass es lediglich die Gravitation festhält. Ja, ich weiß noch nicht, was das für ein Gebäude wird. Das werden wir dann sehen, was da von innen dazu kommt. Ansonsten, das habe ich das letzte Mal vergessen zu erwähnen, hier vorne bei den Schienen, da habe ich jetzt angefangen, von unten die ganzen oder halt diese gesamte Grundierung hier auszubauen, auszupflastern. Ich hatte ja ursprünglich überlegt, in den Kurven, dass ich da Flat Tiles hinsetze. Habe ich jetzt aber deshalb nicht gemacht, weil ich meine, das ist jetzt natürlich nicht ganz regulär. Die Schienen liegen jetzt hier nur auf. Was, ja, ich verstehe, wenn das jemanden stört. Mich stört es auch ein bisschen, aber ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es besser ist, wenn das einheitlich mit den Noppen drunter ist, anstatt dass es dafür schön aufliegt auf den Flat Tiles. Zwischendurch hatte ich Light Bluish Gray drunter, weil ich nämlich einfach diesen Kontrast zwischen dem Altgrau von den Schienen und dem Neugrau, also diesem Dark Bluish Gray von hier drunter, nicht so zur Geltung kriegen wollte. Aber das sah überhaupt nicht aus, es war viel zu hell und dominant, das da drunter. Ja, und jetzt habe ich das dann eben wieder geswitcht auf Dark Bluish Gray. Ich werde hier immer genau auf diese Elemente hier, werde ich immer braune Flat Tiles draufsetzen, damit man einfach dieses Altgrau ein bisschen überbaut hat, weil ich das einfach echt nicht so hübsch finde, wenn man ganz ehrlich ist. Und ja, es gibt ja die Bautechnik, dass man jeweils einen Abstand lässt, also hier einen draufsetzt, dann das hier levelt mit Platten, die man das auswählt, und dann wieder hier einen Flat-Teil und so weiter, dass man das quasi in einer Abstand macht. Der Grund, warum ich das nicht mache, ist eben dieser Unterschied wieder zwischen dem Altgrau und dem Neugrau. Das ist genau das Problem. Dann würde das nämlich, ja, ich glaube, das würde echt nicht gut aussehen. Deshalb überbaue ich lieber das ganz normal mit Zweierbreite, mit Flat-Tiles in Braun und dann passt die Sache. Ja, und das wäre es dann wieder für das Update-Video. Nur ein Gebäude dazugekommen diesmal, aber da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt. Habe mir gedacht, das ist ein extra Update-Video wert. So, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.